Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Aus Zeitgründen habe ich jetzt schon mal das Grundbild abgeholt mit den Kipperkarten. Das heißt, wir haben hier schon mal eine Grundenergie liegen, die ich euch gleich zeigen werde. Und dementsprechend machen wir dann mit der Klärung weiter, um zu gucken, wie, wo, was, warum, etc. pp. Also, wir haben hier als Grundenergie ein Gegenüberlein bzw. eine Verbindung zwischen dir und einem anderen Menschen. Schau bitte im Laufe der Legung, auf wen dies zutreffen könnte. Muss nicht immer Thema Liebe, Partnerschaft sein, kann natürlich auch im Freundeskreis, im familiären Umfeld oder auf das berufliche Umfeld zutreffen. Ja, wissen wir, aber ihr wisst, ich muss es immer irgendwie wiederholen. Okay? Also, meine Lieben. Als Hauptenergie haben wir hier das Gefängnis und zu hohen Ehrenkommen. Wir haben hier eine Art Gefängnisausbruch. Also Moment, kurz noch zur Erklärung. Ich habe das hier aufgeteilt in die Gedankenebene, Herzebene, körperliche Ebene, also Gedankenebene, Gefühlsebene, körperliche Ebene und so ein bisschen in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Als Hauptenergie bzw. Hauptherzenergie, Hauptherzzustand haben wir das Gefängnis und zu hohen Ehrenkommen. Das ist eine Art, kann man sich vorstellen, wie ein Gefängnisausbruch. Ein Gefängnisausbruch in der weiteren Zukunft. Nein, das hört sich jetzt doof an, in der weiteren Zukunft. Also aktuell ist hier diese Gefangenschaft, aber von jemandem, aber das Wissen, dass man es hier rausschafft, ja, wie eine Art Befreiung. Reden wir nicht weiter hier um die Hauptenergie drumherum. Starten wir gleich mal in die Vergangenheit. Wir haben hier eine Energie der Armut. Wir haben hier seine Gedanken und wir haben die Gemeinschaft. Das heißt, dieser Mensch befand sich in einem Zustand von eigentlich Glück, beziehungsweise alles war super, alles war schön, die Verbundenheit zu anderen Menschen etc. pp. Ja, im Außen. Aber dieser Mensch konnte nicht aufhören, an dich zu denken. Dieser Umstand hat so eine Leere gebracht in sein Leben, dass egal mit wie vielen lieben und wundervollen Menschen er verbunden war, er zusammen war, es hat dieses gewisse Extra gefehlt. Beziehungsweise kennt ihr das? Ihr seid irgendwo und alles ist, jeder ist gut drauf und alles ist eigentlich wunderschön, aber irgendwas fehlt dir. Irgendwas passt nicht. Es scheint vielleicht auch zwischendurch, als wäre dieses wundervolle Bild, alles nur Fassade, als würde das nicht meinem Selbst entsprechen. Ja? Und das ist hier so eine Energie. Das heißt, eigentlich war hier alles in Ordnung. Eigentlich war hier alles schön und gut. Aber diesem Menschen fehlt ein Teil. Dieser Mensch trägt ein Teil an Traurigkeit, an Verzweiflung in sich aufgrund deiner Person, also aufgrund deiner Energie, wegen dir. Ja? Nicht, dass du jetzt irgendwas angestellt hättest. Ich meine jetzt das Fehlen deiner Anwesenheit, das Fehlen deiner Präsenz in seinem Leben, zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit. Springen wir in die Gegenwart. Da haben wir das reiche Mädchen. So sieht er dich. Das ist das Bild, das er von dir hat. Das reiche Mädchen, diese Glückseligkeit, diese Unschuld, dieser reine Geist, diese Schönheit, ja, also Schönheit im körperlichen Sinne, genauso wie auch deine Ausstrahlung. Also die innere und die äußere Schönheit, das zeigt sich hier durch dieses reiche Mädchen. Das ist irgendwo auch eine Art Aufblick, ja? Er blickt zu dir hoch, dieses Bild, das er von dir hat. Er stellt dich hier auf so ein Podest, ja? Kein Wunder, dass hier in der Vergangenheit diese Armut im Kopf herrscht. Ja, dieses,
ich brauche dich an meiner Seite. Ich weiß, dass du mir fehlst. Ich weiß, dass ohne dich bin ich nicht vollständig. Ja, aus meiner Sicht könnte ich jetzt sagen, absoluter Blödsinn. Ja, also im weitestgehenden Sinne absoluter Blödsinn, weil ein Mensch im Außen kann zwar die Kirsche auf der Sahnehaube sein, ja, aber wir sind für uns selbst zuständig oder verantwortlich, dass wir uns in diese Vollkommenheit bringen. Also schön, wenn ein Mensch an unserer Seite ist, aber ich spreche hier von dem Brauchen, ja. Die Energie ist hier ein ganz starkes Vermissen, deswegen möchte ich hier jetzt gar nichts drauflegen oder nichts unterstellen, ob das jetzt eine Form von Brauchen ist oder wirklich nur diese Sehnsucht darstellt. Ich hätte dich endlich gerne wieder an meiner Seite, weil mit dir das Leben einfach irgendwie lustiger ist, schöner ist oder dergleichen. Gut, genau. Gegenwart Hauptenergie haben wir dieses Gefängnis bzw. Schrägstrich Gefängnisausbruch. Gucken wir weiter auf die körperliche Ebene. Da haben wir nämlich noch die Reise. Eine Reise, auf die sich dieser Mensch begibt. Wir klären das gleich noch, ja? Also dieser Mensch steigt in einen Zug. Was ist das für ein Zug? Ist es der Zug zu dir? Ist es die Reise zu dir? Ist es die Reise auf seinem eigenen Lebensweg? Ist das sein Lebenszug? Wir werden es gleich rausfinden. Springen wir ein Stück in die Zukunft. Zukunft, Gedankenebene, da haben wir das Gericht. Bam! Hier kommt was ins Gleichgewicht. Hier geschieht eine Art Rechtsprechung. Hier folgt oder hier wird ein innerer Ruf erhört. Ein innerer Ruf kommt hier ins Bewusstsein, was wiederum die Sehnsucht noch mehr antriggert. Gefühlsebene haben wir hier die, die fernen Horizonte. Also Richtung Zukunft eine ganz, ganz starke Sehnsucht. Ein langfristiges Gefühl beziehungsweise ein Wissen auf der unterbewussten Ebene, dass dies der richtige Weg ist. Wünsche und Träume auf der Gefühlsebene. Das hier ist wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Punkt oder die ausschlaggebende Energie, warum dieser Mensch sich entscheidet, aus diesem Gefängnis auszubrechen, sich auf diese Reise zu begeben. Weil wenn man hier nochmal kurz zurückgeht in die Vergangenheit, ja, dieses Bild von eigentlich ist ja alles schön und gut, eigentlich habe ich ja alles, eigentlich ist ja alles toll, fühlt sich gut an, aber doch fehlt mir was. Ja, diese Leere, diese Sehnsucht, die daraus entsteht, möchte gestillt werden. Und wie gesagt, ich spreche jetzt hier nicht in erster Linie von Brauchen, von Bedürftigkeit, ist vielleicht hier und da schon dabei. Aber im Großen und Ganzen ist hier ein gewisses Wissen mit drin, ich bin hier noch nicht fertig. Das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht das Ziel. So, kurz mal wieder hinlegen. Körperliche Ebene. Und das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Energie, ihr Lieben, weil vielleicht kennt ihr das von eurem Weg auch, aus eurem Leben. Hier haben wir die Krankheit liegen, auf der körperlichen Ebene. Jetzt ist es so, diese Karte hier zeigt oder diese Energie zeigt auf, dass dieser Mensch lange, lange innerhalb dieses Gefängnisses war. Lange irgendwelchen anderen Fußstapfen gefolgt ist, irgendwelche Fassaden aufrechterhalten hat, ja, irgendwelche Masken getragen hat, etc. pp. Kennen wir sicherlich von uns selbst auch, irgendwas Aufregendes ist passiert, Adrenalin läuft auf Hochtouren so ungefähr, ja, und dann, wenn diese Entspannungsphase kommt, dann fällt auf einmal alles zusammen.
alleine schon nach einem harten Arbeitstag. Ja, du hattest nur Stress, musstest hart körperlich arbeiten, musstest hier deinen Grips enorm anstrengen, weil das war ein wichtiges Projekt oder sonst irgendwas. Dann kommst du am Abend nach Hause nach 5 Überstunden oder so, setzt dich auf die Couch und auf einmal macht's wusch. Und du denkst so, oh mein Gott, ich bin gerade am Sterben. Ja, so ungefähr. Und das ist das, was sich hier bei diesen Menschen zeigt. Es kann es natürlich sein, je nachdem, wie lang der hier sich in dieser Nicht-Sein-Weg-Energie befunden hat, desto stärker ist natürlich jetzt auch die Auswirkung irgendwo. Also das heißt, der begibt sich hier auf seinen Weg, der begibt sich hier in deine Richtung, auf dich zu und jetzt fällt erstmal alles zusammen. Ist nichts Schlimmes, ihr Lieben. Ja, also natürlich kann im ersten Moment ein Schock sein, kann sehr belastend sein, sehr erschwerend sein, vielleicht sogar auch sehr erschreckend, ja, wenn man sich mit diesem, ich sage jetzt mal, Ablauf nicht auskennt. Aber es ist ein gutes Zeichen. Also an dieser Stelle wirkt diese Krankheit, wie sie hier liegt, als Bestätigung für den richtigen Weg und als eine Art Reinigungsprozess. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Das ist der richtige Begriff für diese Energie, der Reinigungsprozess. Am Ende des Weges haben wir hier viel Geld gewinnen. Die 11, die Meisterkarte, ja, und die Zwillingszahl in der Quersumme, die 2, die Einheit, die Verbundenheit zu sich selbst und mit dir. Und jetzt sind wir durch mit den Energien, deswegen starten wir jetzt in die Klärung und holen uns jetzt hier zu diesen Kärtchen noch den Hintergrund ab oder die tiefere Bedeutung oder den Sinn oder was auch immer sich hier zeigen möchte. Gut. Ja, hier. Armut und die 6 der Schwerter. Bäm, dieser Zustand kann nicht länger aufrechterhalten werden. Dieser Zustand macht mich kaputt. Dieses Chaos halte ich nicht mehr aus. Was mache ich? Ich treffe die Entscheidung, diesen Weg zu verlassen. Raus aus dem Schmutz, raus aus der Unterdrückung, raus aus diesen Masken, aus diesen Rollen oder sonstiges. Hier kommen neue Strategien ans Tageslicht, ein neuer Weg. Ja, die Entscheidung dazu, diesen Umstand, diese Situation nicht mehr mitzumachen, das ist der Ausweg. Das ist der erste Schritt hier aus diesem Gefängnis raus. Gehen wir weiter, in der Vergangenheit. Seine Gedanken. Was bekommen wir für seine Gedanken? Das gibt es doch gar nicht, oder? Hier, der Stern. Der hat hier so stark von dir geträumt. Ihr Lieben, das ist jetzt nicht einfach nur so, ah, oh, sie ist so toll und pipapo, ja. Nein, das ist dieser eindringliche Wunsch, sich auf den Weg zu machen, sich auf den Weg zu machen zu dir, dich in die Arme zu schließen. Weil hier in der Vergangenheit warst du anscheinend weit weg oder bist es vielleicht aktuell immer noch, ja, weil er macht sich ja auf den Weg zu dir. Und du warst hier so weit weg, dass er versucht hat, mit aller Kraft dich in seinen Gedanken zu halten, weil er hier nur von dir geträumt hat. Und doch hat er irgendwo gewusst, dass das der Weg ist, dass das die Wahrheit ist und dass das in irgendeiner Form geführt ist. Ja, also wir haben es hier schon mit einem Menschen zu tun, der, ich sage jetzt mal, spirituell angehaucht ist oder der weiß, da gibt es mehr. Ich bin nicht nur hier diese menschliche Form oder diese menschliche Hülle oder dieses menschliche Ich. Da ist noch mehr und ich habe die Macht,
hier etwas zu erschaffen, meinen eigenen Weg. Schön. Was bekommen wir für die Gemeinschaft? Hat sich da jetzt was umgedreht? Nope. Also, die Gemeinschaft, die Familie, sein Freundeskreis, sein berufliches Umfeld, ja, was alles so gepasst hat, oberflächlich. Ich liebe meine Karten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich meine Karten liebe? Die Sieben der Kelche und der Turm. Mir treibt es gerade so die Tränen in die Augen, ihr Lieben. Das ist eine hammerharte Hardcore-Energie. Ich bin hier, innerhalb dieses Feldes, innerhalb dieser Gemeinschaft, ja, innerhalb dieses Lebens und erkenne, dass es so nicht weitergeht. Erkenne, dass hier das meiste nur Lug, Betrug, Fassade ist. Eine Maske, Rollen, Unechtigkeit, ja, mein neues Wort für heute, die absolute Unechtigkeit. Und da wird jetzt Rambazamba gemacht. Da kommt jetzt zum Reset-Knopf. Da greift das Universum ein, ja, das Universum, weil er hatte hier etwas manifestiert. Er hatte hier seine Wünsche und Träume so, er hat hier so viel Energie reingegeben, dass er was Großes bewirkt hat. Und bam, auf der körperlichen Ebene ist es hier eingetroffen. Ist ein Turmmoment immer schön? Nein. Aber wenn jemand so verhaftet ist in einem, ich sage jetzt mal, falschen Sein, dann braucht es hier auch ab und zu mal einen stärkeren Dampfhammer. Wie auch immer. Dadurch hat er sich auf den Weg gemacht. Nur dadurch hat er begriffen, ich muss jetzt in die Handlung gehen. Jetzt muss was geschehen. Und da ist er gerade dabei. Hammergeil, ihr Lieben. Boah. So, weiter im Text. Das reiche Mädchen, Gegenwart, Gedankenebene. Das reiche Mädchen. Mädchen, ja. Es ist jetzt hier nicht aus dem Kipperdeck die weibliche Hauptperson oder so. Das ist das Mädchen. Das heißt, du bist die Schutzbedürftige. Ich möchte mit all meiner Macht, mit all meiner Kraft, möchte ich für dich da sein. Möchte ich dich beschützen. Das ist die urmännliche Energie, die sich nicht über dich stülpt, also nicht jetzt als Teil von dir, sondern er möchte hier für dich da sein. Er möchte für dich sorgen. Er möchte an deiner Seite sein. Gedankenebene, Gegenwart. Das ist die Kraft, die aus diesem Turmmoment entstanden ist. Das weitere Umdenken. Die Erkenntnis, dass man so als dieser, ich sage jetzt mal arme Junge, nicht weitermachen kann. Ich stelle mich meinen Gefühlen, ich stelle mich den Hindernissen, weil du bist das Einzige, das ich will. Das ist die göttlich-männliche Energie, die in ihm hervorgerufen wurde. Durch dich. Ja, also, ich meine, es geht hier um eure gemeinsame Verbindung. Wärst du jetzt nicht Teil der Legung, würde ich sagen, gut,
Dieser Mensch hat einfach, ja, war nicht auf seinem Weg, ja, hat nur funktioniert, hat nur irgendwelche Masken getragen und dementsprechend hat das Universum gesagt, so, hey, hallo, find jetzt endlich mal zu dir, ja, aber du wirkst hier auch extremst ein und das gibt ihm wiederum die Kraft, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Diese Gitterstäbe auseinanderzudrücken und sich Richtung Zukunft aufzumachen. Ich weiß jetzt, warum ich hier das Grundbild schon abgeholt habe, weil ich wusste ganz genau, dass die Legung komplett einfach sonst zu lange dauern würde. Heidewitzka. Holen wir uns noch für diesen Gefängnisausbruch auch noch eine Klärung ab. Der Ritter der Stäbe. Die Erkenntnis im Herzen, dass hier ein Neuanfang wartet. Dass das der Startschuss ist. Hier, solange ich in diesem Gefängnis sitze, kann ich mit dir keine echte Verbindung eingehen. Solange ich in dieser Gefangenschaft lebe und solange diese Gefangenschaft meine Wahrheit und meine Wirklichkeit ist, bist du immer noch fern. Bist du immer noch weit weg von mir. Aber das will ich nicht. Ich will dich, ich will mit dir zusammen sein. Also mache ich mich auf den Weg. Das Entfachen des Feuers, das Entfachen der Leidenschaft, dieses Feuer brennt hier alle Gefängnisgitter nieder, ja? Also bringt sie zum Schmelzen. Das Abenteuer beginnt, würde ich sagen. Gegenwart, körperliche Ebene, Klärung für die Reise. Uppala. So, okay, ja, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. So, was haben wir hier? Die zwei der Schwerter, die alten Wunden. Und die vier der Kelche. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass das daraus resultiert. Er begibt sich hier auf die Reise, sein Lebenszug ins Unterbewusstsein. Und hier wartet ein ganzer Waggon voll mit Themen. Also, ich wollte jetzt mit dem einen Waggon wollte ich ein bisschen untertreiben. Bei den ein oder anderen könnten es tatsächlich noch mehrere sein. Ja? Aber hier warten Themen wie Themen in Bezug auf Unentschlossenheit, Zerrissenheit. Was sehe ich nicht? Wo weigere ich mich noch eine Entscheidung zu treffen? Wo gehe ich nicht in die Verantwortung? Alte Wunden, unabgeschlossene Trauer. Verzweiflung, Verlustängste, Bindungsängste, allgemein Ängste und Zweifel, alles, was hier das Herz schmerzt, alles, was hier triggert, unerledigte, unerlöste Themen aus der Vergangenheit, die hier jetzt in der Gegenwart in Angriff genommen werden. Die vier der Kelche, sämtliche verpasste Gelegenheiten, sämtliche Dinge oder Situationen, in denen man sich nicht mit den eigenen Emotionen konfrontiert hat, sondern weggeschaut hat, ja, wie auch hier die Verbindung, weggeschaut, überspielt, unterdrückt. Die Chancen, diese vielen verpassten Gelegenheiten, die Chancen, die man nicht angenommen hat, etwas im Hier und Jetzt zu ändern. Das alles kommt hier hoch. Das kommt hier hoch und kann dementsprechend so fordern, dass es hier quasi zu einem Zusammenbruch, übersetzt Krankheit, kommt. Ja, der Turm ist manchmal sowas von notwendig. Einfach mal zack, alles dem Erdboden gleich machen. Und dann kann alles, was im Boden gepflanzt wurde, neu entstehen. Und Heidewitzka,
der hat hier einiges gepflanzt, einige Samen, einige wundervolle Zukünfte. Kopfebene, Zukunft. Klärung für das Gericht. Okay, habt ihr das jetzt gesehen, wie die rausgeplumpst ist? Das Rad des Schicksals. Das Glück ist auf eurer Seite. Er bringt hier Steine ins Rollen. Er dreht hier am Rad des Schicksals. Ja, also er dreht hier mit Unterstützung des Universums, mit Unterstützung des Schicksals, von Gott, den Engeln, an was auch immer er glauben mag. Das ist hier die Planung für die Zukunft. Das sind hier die Gedanken für die Zukunft. Ich bringe alles in Ordnung. Ich tue alles mir in der Macht Stehende, um unseren Weg zu ebnen. Und ich hole mir sämtliche Kräfte des Universums dazu. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Dieser Herrscher ist fest entschlossen. Da gibt es kein Ja, Nein, vielleicht. Das hier ist zu Ende, dieser alte Weg, diese Vergangenheit, diese Armut, diese Verzweiflung, dieses Ich bin nicht ich selbst. Hier ist durch den Turm ein wahrer Mann geboren. Krass, einfach nur krass. Ich liebe diese Legung. Also, Herzebene, Zukunft, Gefühlsebene, Zukunft, ferne Horizonte. Was bekommen wir dafür? Ihr Lieben, es geht weiter, es geht weiter. Die fünf der Stäbe und die Königin der Münzen, deine Energie, du bist seine Frau. Du bist seine Gemahlin, du bist seine Angebetete. Und für dich nimmt er jeden Konflikt auf. Das ist die Entscheidung, sich den eigenen Emotionen zu stellen. In der Zukunft. Das heißt, diese Transformation, dieses Bearbeiten der Themen ist nicht nur jetzt so, okay, bam, abgeschlossen, fertig, wir können jetzt glücklich zusammen sein, ja. Nein, hier ist ein Wissen, dass auch in Zukunft Krisen folgen können, dass es auch in Zukunft Herausforderungen gibt. Aber dieser Mensch lässt sich davon nicht abbringen. Dieser Mensch, der folgt diesem Pfad. In vollstem Vertrauen, weil die Sehnsucht nach dir so groß ist. Ich kämpfe wie ein Mann. Ich stelle mich allen Herausforderungen. Ich stelle mich dem inneren Konflikt genauso wie dem äußeren Konflikt. Und nichts und niemand hält mich von dir fern. Nichts und niemand kann unsere Herzen auf Distanz halten. Was bekommen wir für die Krankheit? Wir sind jetzt hier, Zukunft, körperliche Ebene. Für die Krankheit haben wir die Königin des Feuers. Das ist eine geteilte Energie zwischen deiner Energie, die Reinigung und Heilkraft des Feuers. Und seines göttlich-weiblichen Anteils in ihm. Egal, was hier auf ihn zukommt, hier ist dieser Zusammenbruch, diese Krankheitsenergie.
wird weggefegt. Ja, das wird hier alles abgefackelt und verbrannt und am Ende fliegt die Asche in Frieden davon. Es tut mir leid, ich kann es gerade nicht anders beschreiben. Hier ist so eine Überzeugungskraft drin. Eine Gewissheit, ein Wissen, ein Vertrauen. Diese Leidenschaft in deine Richtung, die macht hier jedes Hindernis platt. Jede Krankheit wird hier überstanden. Ja, also ihr Lieben, ich sage das hier jetzt so salopp raus. Ja, ich meine, wenn wir von Krankheit reden, es gibt natürlich Krankheiten, körperliche Krankheiten, tatsächliche, die nehme ich hier jetzt nicht mit rein. Diese Krankheit hier, das ist der energetische Zusammenbruch, also der energetische Zusammenbruch, der sich hier körperlich auswirkt. Okay? Davon spreche ich. Also bitte nichts irgendwie hin und her drehen in dieser Energie oder sonstiges, ja? Man sieht hier glasklar, welchen Einfluss du auf diesen Menschen hast. Also jetzt Einfluss im Sinne, er schaut zu dir auf, er sieht dich und er nimmt alles in Kauf und er geht jeden Kampf ein, weil du ihm die Kraft gibst. Du gibst ihm den Ansporn. Wie so ein Personal Trainer, so komm, du schaffst es, mach weiter und und. Ja, kann ja auch sein, dass du so ein Bootcamp Trainer bist, ich weiß es nicht. Ja, aber das ist diese Energie, die ihn durchhalten lässt, die ihn anspornt zum Weitergehen. Wir sind schon unterm Deck angekommen, meine Lieben. Da hatten wir hier das. Viele Geld gewinnen, ja, die L. Und unter dem Deck die drei der Münzen. Ihr findet zusammen, ihr beschreitet diesen Weg gemeinsam, diese gemeinsame Zukunft und arbeitet gemeinsam an allem, was kommt. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ja. Ihr Lieben, das ist eine energetische Hochzeit. Das ist eine göttliche Verbindung, die hier geschieht, wenn ihr euch begegnet. Okay. 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 Wow, na toll, echt. Ich habe gerade noch so die Info bekommen, dass es hier auch sein kann, dass es hier um einen Menschen geht, den du noch gar nicht kennst. Dass dieser Mensch, wenn ihr euch begegnen werdet, dass er dir von seiner Geschichte erzählt und dann erinnerst du dich an diese Legung zurück und sagst, Bäm, du bist meiner, du bist mein Partner, meine Liebe, meine zweite Hälfte, was auch immer. Ich muss dazu, kann ich eigentlich nur die Golden Twin Flames dazu nehmen, hier noch als Botschaft dazu und fertig. Attraction. Oh, passt Live-Verbindung eventuell? Oh, nee, das muss ich noch dazu nehmen. Ach komm, also. Die Anziehungskraft zwischen euch, das Gummiband, egal wo ihr gerade steht, das Happy End ist sicher. Es ist so gewollt, von oben geführt, nenne es wie du möchtest, manifestiert von euch beiden, vollkommen egal. Was zusammen gehört, das wird sich finden. So oder so. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Vielleicht kann es hier und da dauern. Ja? Ist bei jedem eine unterschiedliche Geschichte.
Aber das Happy End ist hier in dieser Verbindung safe, safe, absolut sicher. Die Memories, die Erinnerungen, deswegen habe ich gerade gesagt, hier so eventuell Past Life. Es kann sein, dass ihr in einem vergangenen Leben beziehungsweise in einer anderen Inkarnation nicht zusammenfinden konntet und dass dies jetzt die Inkarnation ist, wo es soweit ist, also auf der realen Ebene, die reale Vereinigung. Dass die dich noch dazu nehmen musste, die Zukunft, ja, weil ich hier gerade von Hochzeit gesprochen habe. Bam. Du gehst ihm nicht aus dem Kopf. Falls ihr euch noch nicht kennt, ja, dieses Szenario, das ich gerade zum Schluss noch angesprochen habe, kann es auch gut möglich sein, dass dieser Mensch von dir schon geträumt hat. Vielleicht nur als Silhouette, vielleicht als gesichtsloses Wesen. Aber dieser Partner oder dieser Mensch ist auf dem Weg zu dir, ist auf der Suche nach dir. Ich bin tief berührt, meine Lieben. Ich bin so tief berührt. Und ich danke euch wieder fürs Mitdabeisein, fürs Mitfühlen und wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.